In den letzten Tagen gibt es immer wieder Meldungen, vor allem seitens der Ukraine, dass es hier doch zu erheblichen Gebietsgewinnen und Zurückeroberungen gekommen ist. Hättest du damit gerechnet, dass der Widerstand doch so groß und so lange dauert? Also mit dem Widerstand habe ich gerechnet. Also das war augenscheinlich. Wenn man durch die Ukraine fährt, merkt man, wie das Land aufgerüstet wurde. In den vergangenen 3 Wochen zu Beginn hatten sie praktisch nichts. Jetzt ist inzwischen die Territorialverteidigung in der Ukraine immens stark und vor allem entschlossen, dagegen zu halten. Allerdings muss man bei der Beurteilung dessen, was passiert, extrem vorsichtig sein, denn es gibt einen Grund, warum die russischen Truppen sich gerade jetzt so zurückgezogen haben. Und zwar mit 1. April, also mit heute, läuft der Wehrdienst für viele der in der Ukraine eingesetzten Soldaten aus. Das heißt, das waren ja Wehrmänner, die vor Ort da ins Feuer geschickt worden sind. Und für jene, die abrüsten wollen, stellt sich natürlich die Frage, müssen sie jetzt weiter zwangsverpflichtet werden, beziehungsweise wird ihr Vertrag in einen fixen Soldatenvertrag umgewandelt? Also da gibt es extreme personelle Probleme und Umschichtungen innerhalb der russischen Armee. Das ist das eine. Und das andere, Mythos Rote Armee ist natürlich schon gegeben. Also so stark, wie sie immer dargestellt wurden, scheinen sie doch nicht zu sein, vor allem von der Taktik her. Sie machen so Krieg wie vor 50 Jahren. Viele Berichte kann man auch schwer verifizieren, weil natürlich Russland immer die Erfolge vermeldet und man nicht genau weiß, was war. Man hat dennoch gesagt, es wurde in einem Öllager in der russischen Stadt Belgorod seitens ukrainischer Flugzeuge hier auch ein Öllager in Brand gesteckt. Das heißt, die versuchen sich schon auch zu wehren und hier ihre Stärke auch aufzuzeigen. Ja, nein, das ist augenscheinlich. Ja. Also ursprünglich hat es ja geheißen, innerhalb von 2 Tagen ist das erledigt. Davon kann ja überhaupt keine Rede mehr sein. Der Blitzkrieg von Putin, wie er sich das vorgestellt hat, dass er mit Applaus und Blumen begrüßt wird, also das hat es ja nie gegeben. Und es war, glaube ich, der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der mal gesagt hat, ja, zu Beginn waren wir wirklich überrascht, weil wir selbst nicht davon ausgegangen sind, dass dieser Überfall tatsächlich stattfindet. Jetzt aber sind wir entschlossen, gut gerüstet und vor allem perfekt aufgestellt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es wird ein Krieg von russischer Seite geführt, wie es vor Jahrzehnten der Fall gewesen ist, ja, das passiert. Also sie haben die Lufthoheit, sie können bombardieren, wie sie wollen und das tun sie auch. Aber sie zerstören praktisch nur Infrastruktur und das in einem ungeahnten Ausmaß. Das ist natürlich katastrophal, aber ein zerstörtes Haus ist besser als jede Festung. Und außer zerstören, glaube ich, kann man momentan nichts berichten, was die russische Armee an Erfolgen zu verzeichnen hat. Wir werden sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Für die Menschen dort ist immer wieder ein Wort eins, worüber man ein bisschen auch abschalten kann. Das ist die sogenannte Feuerpause, dass einmal die Bombardierungen eingestellt werden. Jetzt ist zu hören gewesen, dass es heute für den Vormittag in Mariupol zu einer Feuerpause kommen soll. Allerdings in der Vergangenheit ist das dann ja leider Gottes nicht immer eingehalten worden. Naja, Mariupol ist überhaupt eine eigene Geschichte. Also das Drama schlechthin. Ursprünglich 440.000 Einwohner, Hafenstadt. Seit Wochen belagert, seit Wochen beschossen. Eine Tragödie reiht sich in dieser Stadt an die nächste. Putin will diese Stadt unbedingt erobern. Der Grund ist eigentlich relativ rasch erklärt. Und zwar fällt Mariupol, gibt es einen direkten Landweg von Russland auf die 2014 annektierte Halbinsel Krim, deshalb strategisch extrem wichtig. Und vor allem Putin könnte Mariupol und den Sieg als einen Teilerfolg dieser eigenartigen Mission, die er verfolgt in der Ukraine, verkaufen. Denn bisher hat er ja eigentlich nichts erreicht, außer
dass er unsagbares Elend ausgelöst hat. Er hat Kiew nicht erobert, er hat Kharkiv, die zweitgrößte Stadt, völlig zerstört, aber nicht erobert. Und Mariupol, wie gesagt, da gibt es ja überhaupt kein Gebäude mehr, das nicht beschädigt ist. Und ja, wenn man von im Ansatz von Kriegsziel von Putin ausgeht, dann wird er vielleicht die Ostukraine erobern, aber mehr sicher nicht. Eigenartig auch die Situation am gestrigen Tag. Putin hat gemeint, hinsichtlich der Gaslieferungen an sogenannte unfreundliche Staaten, gemeint war die Europäische Union natürlich. Es soll fortan nur in Rubel bezahlt werden. Jetzt haben wir die Information, dass der Gasriese Gazprom nach eigenen Angaben nach wie vor bestellt, wie bestellt das Gas durch die Ukraine auch liefern wird. Wird es da, glaubst du, doch noch beim ein oder anderen EU-Staat zu Protesten kommen hinsichtlich dieser Bezahlung in Rubel, oder werden das jetzt alle einfach umstellen? Naja, ich glaube, so einfach ist das ja gar nicht. Also eine Bank und eine Bezahlung ist ja kein Würstelstand. Ja. Ja, also das geht ja doch komplizierter vonstatten. Also wenn ich da richtig informiert bin, zahlt eben der Westen oder der Kunde auf der Payroll der Russen an eine russische Bank ein. Dort wird das Geld umgewechselt in Rubel. Und ja, ich meine, was Putin will, ist ja klar. Er verwendet Gas als Kriegswaffe. Und als wäre es nicht schon unanständig genug, was er überhaupt in diesen Krieg in der Ukraine macht, verwendet er das jetzt natürlich als Druckmittel gegen den Westen, auch gegen Österreich, so nebenbei. Ja. Denn wenn wirklich kein Gas mehr fließen sollte, und das sagen alle Ökonomen, wäre das der wirtschaftliche Supergau für viele Länder, auch für Österreich. Und da sollten wir uns schon im Klaren darüber sein, dass wir da zu 100% eigentlich von Goodwill eines Mannes abhängig sind, der mehr oder weniger ohne Skrupel einen Massenmord in der Ukraine angerichtet hat. Deswegen ist, glaube ich, es wirklich nicht politisch anzuraten, in diese Phalanx der Zögereien zu schwenken. Wir müssen klare Kante gegenüber Putin zeigen, sonst werden wir aus der Nummer nie herauskommen. Das aber sowohl der Deutsche als auch unser Kanzler, österreichische Kanzler gestern gemacht haben, die gesagt haben, Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten, wir zahlen in Dollar oder Euro. Scholz hat das gestern sogar mehrmals bei der Pressekonferenz bekräftigt. Ja, das meine ich mit klarer Kante, denn wie gesagt, unser Bundeskanzler Nehammer hatte schon vor, ich glaube vor 10 Tagen war es, beim EU-Gipfel den Titel bekommen, Sprachrohr der Zögerer im Umgang mit Wladimir Putin. Dem Mann ist einfach nicht zu vertrauen. Denn vor der Invasion in der Ukraine hat er Frankreichs Staatschef belogen, deutschen Kanzler belogen. Es sind ja alle hingepilgert nach Moskau, um ihn zu überreden. Bitte tun Sie das nicht. Ich weiß nicht, was man dem Mann noch glauben kann. Er hat einen extrem schweren, folgenschweren Fehler gemacht mit seinem Überfall auf die Ukraine. Ich denke, das bemerkt er schon langsam. Wir sollten nicht nochmals den Fehler machen, um uns von dem Mann erpressen zu lassen, egal wie dramatisch das in weiterer Folge für unsere Wirtschaft ist. Sein würde, denn erpressen kann man sich nicht lassen. Dramatisch auch die Situation mit den vielen Menschen, die flüchten müssen. Allein in Polen sind es über 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine, in Deutschland fast 300.000, auch in Österreich etliche, sehr viele auf der Durchreise. Ist da in etwa abschätzbar, wie viele Menschen Hilfe suchen werden und aus der Ukraine flüchten? Na, überhaupt nicht. Aber ich möchte das um eine Zahl ergänzen. Die Ukraine ist ein riesiges Land, hat 44 Millionen Einwohner. 44. Ja. 3 Millionen sind jetzt weg. Also wenn, und
im Land selbst sind gerade mal 10% wirklich als Kriegsgebiet. Der Rest ist ja relativ befriedet. Westlich von Kiew bis nach Lemberg passiert ja nichts, abgesehen jetzt von einigen Bombenangriffen. Ja, also wenn sich 44 Millionen auf die Reise machen, dann schaut es ganz anders aus. Wir müssen helfen. Die Ukrainer sind ursprünglich davon ausgegangen, dass der Krieg eine Woche dauert, zwei Wochen, und nach drei Wochen ist alles erledigt und die Kinder können zurück in die Schule, wir zurück in unsere Häuser. Ich glaube, 100% der Ukrainer, die jetzt zu uns gekommen sind, wollen wieder nach Hause, aber sie brauchen natürlich auch ein sicheres Land, und das ist nicht gegeben. Also wird die Krise mit den Flüchtlingen noch länger dauern. Okay, vielen Dank, Karl.